Greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Zeit für TV Allgäu Nachrichten an diesem verschneiten Mittwoch. Ein herzliches Grüß Gott. Unsere Themen heute: Vernetzung in Skigebieten, die touristische Zukunft des kleinen Walsertals und des Hohen Ifen. Natur, Kühe und Wirtschaftsstandort, wie die sogenannte West die Wirtschaft im Westallgäu anschiebt. Und das Staunen unterm Christbaum, wie in der Ideenwerkstatt Bad Hindelang Selbstgemachtes zum Lieblingsgeschenk wird. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants, über 1000 Parkplätze, Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum, Forum Allgäu, mitten in Kempten. 2 Jahre haben die Gemeinde Kleinwalsertal und die Bergbahn AG Kleinwalsertal am neuen Konzept gefeilscht. Gestern Abend haben sie es schließlich in Hirschegg vorgestellt. Es sieht einerseits die Vergrößerung des gesamten Skigebietes vor, außerdem sollen die Bahnen am Ifen erneuert werden. Ganz oben auf der Prioritätenliste die ökologische Verträglichkeit. Wie das aussehen soll, wissen seit gestern die Bürger des Kleinwalsertals und meine Kollegen Evelyn Priep, Jonas Strobel und Julian Küpper. Die Zukunft des Ifen ist beschlossen. Im Juli 2009 hat die Bergbahn AG Kleinwalsertal die alten Anlagen auf dem Hohen Ifen übernommen. Gestern Abend stellten Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzende die geplanten Maßnahmen vor. Schon vor 15 Jahren war ein neues Konzept für das Skigebiet auf dem Ifen genehmigt worden. Das beinhaltete 4 Bergbahnen. Dieses Konzept sei aber veraltet. Eine neue Prüfung brachte die Lösung. Die wichtigste Entscheidung für den Gast, ob er einen Urlaub irgendwo bucht, ist, dass die Schneesicherheit da ist. Das heißt, für uns war die wichtigste Grundlage für ein neues Konzept Ifen festzustellen, ob eine Beschneiung am Ifen möglich ist. Und die Lösung, die wir gefunden haben, ist, dass wir den Ifen sozusagen in 2 Bereiche aufteilen können. In einem Bereich, der untere Bereich, der mit Beschneiung gesichert wird, und der obere Bereich, der im Großen und Ganzen Naturschneegebiet bleibt, also der Karst bleibt Naturschneegebiet. Und deswegen haben wir auch auf dem Berg 2 tolle Produkte, wo sich der Gast dann auch, wo er beide nutzen kann oder wo er sich entscheiden kann, wo er lieber fährt. Außerdem war der Faktor Naturverträglichkeit besonders wichtig. Eine ökologische Bauweise sei auch gleichzeitig eine ökonomische. Der sparsame Eingriff in die Natur koste also auch nicht so viel wie große Baumaßnahmen. Der nächste Schritt ist, die 4 isolierten Skigebiete miteinander zu verknüpfen. Diese Aufgabe hat die Gemeinde übernommen. Die Skiwege werden von der Gemeinde angelegt. Im Sommer nächstes Jahr sollen dann erste neue Pisten geschaffen werden. Bis aber alle Grundbesitzer ihr Einverständnis gegeben haben und die Finanzierung steht, können mehrere Jahre vergehen. Es ist schwierig zu sagen. Wir haben einzelne Maßnahmen, die durchaus überschaubar sind, die auch möglichst naturverträglich sein sollen. Wenn sie naturverträglich sind, dann sind die Eingriffe ja nicht so groß. Aber wir haben zum Beispiel, wenn ich das erwähnen kann, die Querung der Breitachbrücke, die noch nicht geklärt ist, in welcher Form soll sie in einer Brücke erfolgen, in einer weiteren oder zum Beispiel mit einer kleinen Bahn. Und dann reden wir natürlich schon von ganz erheblichen Investitionen, die aber heute noch nicht festmachen kann. Die Anbindung des Hohen Ifens an die Skigebiete übernimmt aber wiederum die Bergbahn AG Kleinwalsertal. Im Speziellen ist es die Verbindung mit dem Skigebiet Walmerdinger Horn. Die Anbindung des Ifens war jetzt für uns die ganz spannende Frage, wie können wir den Ifen, ohne dass wir zusätzliche Pisten bauen, ohne dass wir zusätzliche Beschneiung brauchen, anbinden an dieses Kleinwalsertaler System. Und dort haben wir eine Lösung gefunden mit einer sogenannten Verbindungsbahn, die eingriffsminimierend gebaut werden kann mit ganz wenigen Stützen und keine Rodungen hervorruft, keine Geländeveränderungen hervorruft, keinen Landverbrauch hervorruft. Das ist unsere Lösung, unser Lösungsansatz gemeinsam mit den Skiwegen. Dadurch schaffen wir diese Produktvoraussetzung. Die Verbindung soll mit einer Kabinenbahn entstehen. Im Gegensatz zu Sesselliften haben so nicht nur Skifahrer, sondern auch Wanderer und andere Wintersportler die Möglichkeit, das Skigebiet zu nutzen. Bis auch die neuen Bahnen auf dem Ifen fertig sind, wird einige Zeit vergehen. Die Finanzierung dafür trägt alleine die Bergbahn AG Kleinwalsertal. Nächstes Jahr soll zunächst mit der Beschneiung begonnen werden.
Die weitere Entwicklung ist schrittweise in 2 oder 3 Jahresabständen geplant. So, dass etwa im Jahr 2017, 2018 das Konzept vollständig realisiert ist. Es ist ein altes Lied und trotzdem muss es wohl immer wieder gesungen werden, nämlich, dass das Allgäu mehr zu bieten hat als Kühe. Anders gesagt, neben dem Tourismus sollte eben genauso auch der Wirtschaftsstandort Allgäu im Mittelpunkt stehen. Um das für ihren Landkreis zu erreichen, haben sich im Westen der Region insgesamt 13 Gemeinden zusammengeschlossen. Federführend arbeitet hier seit rund 2,5 Jahren die sogenannte West, die Wirtschafts- und Entwicklungsleitstelle Westallgäu. Als Bindeglied zwischen den Kommunen und der Wirtschaft sei bereits viel erreicht worden, heißt das jedenfalls, und erfolgreiche Beispiele scheint es zu geben. Anselm Stern und Julian Küpper haben es überprüft. Lange Zeit ging nicht wirklich viel voran im Gewerbegebiet Meierhöfen. Jetzt steht hier unter anderem ein nagelneues, topmodernes Niedrigenergiehaus. Darin arbeiten insgesamt 4 verschiedene Ingenieurbüros, alle aus dem Bereich der Informationstechnologie. Eine sogenannte IT-Werkstatt ist also entstanden, und zwar bewusst im Westallgäu. Der ländliche Raum, so die Unternehmer, sei gut geeignet. Nachteile gebe es keine. Direkte Nachteile sind für uns nicht vorhanden, weil durch diese neuen Informationstechnologien sind wir weitestgehend unabhängig vom Standort. Der Vorteil ist eher, dass wir eben, gerade wenn wir Kunden hier einladen, doch eine wunderschöne Gegend hier vorweisen zu können und fühlen uns einfach hier in dieser Gegend sehr, sehr wohl, einmal von der Natur her und auch von der Art der Menschen, die wir hier um uns herum haben. Die Gewerbeansiedlung von Martin Metzger und seinen Kollegen sei ein erfolgreiches Musterbeispiel, so die Verantwortlichen heute auf einer Pressekonferenz. Und zwar ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit zwischen der Politik, der Wirtschaft und eben der West, die hier beispielsweise schnell für schnelles Internet sorgte. Ich denke, die West war maßgeblich daran beteiligt, dass es so weit kam. Einfach diese schnelle Zusammenarbeit, kurze Wege und vor allem dieses professionelle Unterstützung für mich als Bürgermeister, der eigentlich jetzt keine starke oder große Verwaltung im Hintergrund hat, war die West wirklich mitentscheidender. Entscheidend ist am Ende der Erfolg. In Meierhöfen hat es geklappt. Aber auch im gesamten Westallgäu habe die West in den letzten Jahren helfen können, hieß es heute. Wir haben jetzt im Grunde genommen die Basics aufgesetzt. Es gibt hier eine kontinuierliche Gründungsberatung, Ansiedlungsberatung, vor allem auch Bestandspflege. Wir haben vor allem auch das Flächenmanagement, die Entwicklung von Flächen vorantreiben und koordinieren können. Wir haben neue Betriebsgebiete eröffnet. Wir haben die Kommunikation, das Standortmarketing hier im Westallgäu etabliert. Wir werden wahrgenommen als Standort. Und es geht vor allem auch um die Bewusstseinsbildung nach innen und nach außen, dass also klar wird, dass das Westallgäu ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist. Davon jedenfalls scheinen die Ingenieurbüros in Meierhöfen überzeugt zu sein. Die Wirtschafts- und Entwicklungsleitstelle und so manche Gemeinde im Westallgäu hoffen wohl jetzt auf weitere Unternehmer, die dieses Motto aufgreifen. Einen wahren Weihnachtsschutzengel hat gestern wohl ein 7-Jähriger in Röttenbach gehabt. Er war auf einer Straße rückwärts über einen Schneehaufen gestolpert, auf die Fahrbahn gefallen und gegen das Rad eines gerade vorbeifahrenden Sattelschleppers geprallt. Wie das auch immer vor sich ging, der Junge blieb so gut wie unverletzt und auch der Fahrer des Lasters kam mit dem Schrecken davon. Ja, und auch diese Geschichte aus Buchlohe klingt schier unglaublich und auch richtig gefährlich. Ein Hausbesitzer musste gestern feststellen, dass in seinem Keller 40 cm hoch das Heizöl stand. Sein Heizöllieferant hatte einen falschen Betankungsstutzen benutzt, woraufhin das gesamte Öl in den Keller des Einfamilienhauses lief. Und damit nicht genug. Etwa 1500 Liter des Heizöls waren über einen Abfluss in die Kanalisation und dann in die Buchloher Kläranlage gelangt. Eine Spezialfirma hat das Öl dann abgepumpt. Über die genaue Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben, genauso wenig über mögliche Umweltschäden. Und jetzt mehr Wissenswertes aus der Region in Kompakt. Ja. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto-Sekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo. Hallo? Musik.
Haben Sie einen Holz- oder Parkettboden, der so oder so aussieht? Wir bringen wieder Glanz in Ihre vier Wände. Rufen Sie uns an. Unsere Fachleute prüfen Ihren Boden kostenlos und unverbindlich. Fröhlich Parkett und Bodenbelege. Wir freuen uns auf Sie. Wir da oben am Söllerig, wir haben da einen Haufen Schnee. Ohne Ende. Söllereckbahn, das schneesichere Familienskigebiet in Oberstdorf. Umweltschutz, für uns selbstverständlich. Wasser, unsere natürliche Kraft der Natur. VW EW, Energie aus der Region für die Region. Das CW-Fotobuch als persönliche Geschenkidee zu Weihnachten. Mit Europas beliebtestem Fotobuch werden Ihre schönsten Erinnerungen lebendig. Der Sommerurlaub, das erste Lächeln oder Ihr persönliches Jahr 2010. Jetzt rechtzeitig bis zum 19.12. bei unseren Handelspartnern bestellen und verschenken. Das CW-Fotobuch. Jungholz, das Skigebiet für Groß und Klein. Abwechslungsreiche, bestens gepflegte Pisten, traumhaft schneesicher. Keine Wartezeiten und direkt vor Ihrer Haustür. Pistenspaß und Hüttenflair für Jung und Alt. Jungholz, die freundliche Skiregion für die ganze Familie. Viel Spaß in Jungholz in Tirol. Die Meldungen des Tages am 15. Dezember. Die Gespräche um den Stellenabbau bei der Papierfabrik Lang in Ettringen sind gescheitert. Das teilte die Unternehmensleitung jetzt mit. Das Unternehmen hatte im Oktober angekündigt, 85 von momentan 550 Stellen streichen zu wollen. Grund sei die wirtschaftliche Situation. Der Betriebsrat und die Unternehmensleitung hatten deshalb Gespräche geführt, ohne Ergebnis. Zudem legte die Papierfabrik Lang keinen Interessensausgleich vor, so wie ursprünglich geplant. Der Stellenabbau soll nun in einem Einigungsstellenverfahren geregelt werden. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband haben sich heute in der dritten Verhandlungsrunde geeinigt. Ab dem 01.01.2011 erhöhen sich damit die Entgelte und Ausbildungsvergütungen um 2,5% und ab dem 01.01.2010 um weitere 2,4%. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 28. Februar 2013. In die Strompreisdiskussion in Dietmannsried ist nun Bewegung gekommen. Gestern kamen die Vertreter der verschiedenen Parteien zu einem runden Tisch zusammen. Ergebnis der Diskussion: Die Sockellösung wird abgeschafft, die Bauern sollen aber als Sonderkunden eingestuft werden. Nach Angaben des Vereins Landstrom zeigten sich der Bürgermeister und die Gemeinderäte mit dieser Lösung versöhnlich. Sie soll nun bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen festgelegt werden. Die Stromdiskussion war entstanden, weil Bauern mit der Abschaffung der sogenannten Sockellösung ab dem Jahr 2011 nicht einverstanden waren. Bei dieser Lösung können Großabnehmer ab einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden mit Preisnachlässen rechnen. In Kooperation mit dem Verein Landstrom gingen die Bauern gegen die Abschaffung an. Die Stadt Memmingen erhält ein Technologietransferzentrum im Rahmen des Sonderprogramms Aufbruch Bayern. Das teilte heute der Landtagsabgeordnete Josef Miller mit. Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich Leistungselektronik für erneuerbare Energien. Die Förderung des Freistaates Bayern beträgt rund 2,7 Millionen Euro für die nächsten 5 Jahre. Insgesamt stehen für das Technologienetzwerk Allgäu, an dem neben Memmingen auch die Fachhochschulen in Kaufbeuren und Kempten beteiligt sind, rund 7 Millionen Euro für die nächsten 5 Jahre zur Verfügung. Die Tricor AG will 2011 mit dem Bau einer neuen Firmenzentrale in Bad Wörishofen beginnen. Das gab der Vorstandsvorsitzende Martin Müller jetzt bekannt. Das Verpackungs- und Logistikunternehmen sitzt derzeit in Eppishausen. Der Neubau wird direkt an der A96 liegen und etwa 80 Millionen Euro kosten. Es entsteht einer der größten Wellpappenstandorte Europas. Die Flugverbindung von Memmingen nach Bremen fällt ab dem kommenden Sommer weg. Das hat der Allgäu Airport jetzt bekannt gegeben. Damit verliert der Regionalflughafen seine letzte innerdeutsche Verbindung. Grund sei nach Angaben der Fluggesellschaft Ryanair die Luftverkehrssteuer.
Politiker und Regionalverbände haben mit Bedauern auf die Entscheidung reagiert. Der Allgäu Airport bemüht sich seit langem um neue innerdeutsche Verbindungen. Trotz dieser Schwierigkeiten sind die Passagierzahlen in diesem Jahr im zweistelligen Bereich gewachsen. Eine 81-jährige Frau ist gestern in Ettringen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Sie wollte die Straße überqueren, als sie von einer 19-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Dabei zog sie sich tödliche Kopfverletzungen zu. Die Straße war für 2 Stunden für den Verkehr gesperrt. Heute Morgen ist ein 57-jähriger Autofahrer zwischen Kressbronn und Lindau bei einem Überholvorgang ins Schleudern geraten und dabei in einen entgegenkommenden LKW geprallt. Der 57-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Landstraße war vorübergehend voll gesperrt. Das Team Prestige hat das diesjährige Planspiel Börse der Sparkasse Allgäu gewonnen. Es handelt sich dabei um ein Online-Wirtschaftslernspiel für Schüler und Studenten. Innerhalb von 10 Wochen hatten die 3 Schüler das fiktive Startkapital von 50.000 Euro auf 64.706 Euro steigern können. Die 16 und 17 Jahre alten Jungen besuchen die 11. Klasse des Hildegardis-Gymnasiums in Kempten. Ja, ich bin natürlich begeistert. Man freut sich immer, wenn die eigene Schule zu den Siegern gehört, zu den Nummer 1 gehört. Und insofern war ich natürlich sofort voller Freude dabei, die Schüler zu informieren. Als Preis für den ersten Platz überreichte Peter Richter, Spielleiter der Sparkasse Allgäu, einen Gutschein für eine Flugreise nach Bremen. Außerdem dürfen sich die Gewinner Ende Januar beim Börsenball ausgiebig feiern lassen. Am Planspiel Börse 2010 der Sparkasse Allgäu haben in diesem Jahr 400 Teams verteilt auf 30 Schulen teilgenommen. Ganz Deutschland scheint im Schnee zu versinken. Für uns ist das eigentlich was ganz Normales. Hier sind die Wetteraussichten. Höfler Solar in Buchloe. Der Photovoltaik-Spezialist im Allgäu. Informieren Sie sich www.höfler-solar.de. In der Nacht zum Donnerstag fällt etwas Schnee. Die Wolken lockern aber bis zum Morgen auf. Es zeigt sich ein sternenklarer Himmel mit frostigen Temperaturen bis minus 11 Grad am Alpenrand. Am Vormittag sind nur noch vereinzelt Wolken zu sehen. Die Sonne strahlt und es ist trocken. Es bleibt aber kalt. Im Unterallgäu zeigt das Thermometer minus 7 Grad an. Das sonnige Wetter setzt sich nachmittags fort. Es ist freundlich bei maximal minus 2 Grad am Bodensee. Erst am Abend wird es etwas trüber. Am Freitag ziehen Wolken auf, außerdem schneit es. Nachmittags steigen die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad. Der Sonnenschein lockt am Samstag nach draußen. Warm anziehen sollte man sich aber trotzdem. Bei bis zu minus 12 Grad bleibt es frostig. Der Sonntag kündigt bereits das Tauwetter der nächsten Woche an. Stellenweise erreicht das Thermometer sogar die 0-Grad-Marke. Es setzt aber wieder Schneefall ein. Es ist beinahe die wichtigste Frage in der Vorweihnachtszeit. Wen beglücke ich mit welchem Geschenk? Da einen Treffer zu landen, ist ja gar nicht so einfach. Deshalb jetzt von uns eine kleine Anregung. In der Ideenwerkstatt Kunterbund in Bad Hindelang kann man für das Weihnachtsfest nicht nur Dinge kaufen, sondern auch selber machen. Also ganz persönliche Geschenke, selbstgemacht, aber mit Unterstützung. Melanie Müller und Thomas Kehrer auf der Suche nach dem passenden Geschenk. Etwas andere Weihnachtsgeschenke suchen Kunden, wenn sie in die Ideenwerkstatt Kunterbund in Bad Hindelang kommen. Denn hier kann sich Leda ganz persönliche Geschenke selber machen. Es hat mich immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich selber als Privatkunde unterwegs war, dass alles immer so eingängt ist, dass ich nichts verändern konnte, farblich oder in der Form oder so. Und ich gesagt habe, da fehlt mir einfach ein Stück weit was. Und deswegen habe ich gesagt, das probiere ich jetzt einfach aus, dass es angenommen wird, dass die Vielfältigkeit mal so wieder ausgelebt wird. Vielfältig ist auch das Angebot an Arbeitsmaterialien. Egal ob Holz, Stoff oder Farben, der Fantasie sind in der Ideenwerkstatt keine Grenzen gesetzt. Ganz nach dem Motto, Ihr Wunsch ist unsere Idee, finden sich dann im Gespräch auch neue Ideen ein. Das Schönste ist einfach, wenn man selber mal wieder Hand anlegt. Also es ist, wenn man zum Beispiel ein Geschenk macht, ist es für mich einfach der Beschenkte, der... Dem möchte man ja dementsprechend auch zeigen, was man denn für ihn empfindet. Und am schönsten kann man das äußern, indem man dann selber was macht.
Und egal, ob es ein Bild, Glasritzen oder eine Wurzellampe sein soll, für die Umsetzung hat Melanie Sterzer stets eine Idee. Das kommt durch Eigeninitiative. Also ich bin schon immer sehr kreativ gewesen und ich habe mir diese ganzen Techniken selber angeeignet. Und da kommt man dann nach und nach so rein und man erweitert es dann auch. Man sagt dann, okay, ich möchte jetzt das machen und es funktioniert mit dem Werkzeug oder mit der Methode nicht. Und dann informiert man sich einfach und eignet sich die Techniken dann an oder ich musste selber halt zu Kursen gehen, dass ich dann weiß, wie es funktioniert. Spezielle Kurse werden in der Ideenwerkstatt allerdings nicht angeboten. Mitmachen kann jeder, egal ob allein, als Gruppe oder als Geburtstagsfeier. Willkommen sind alle. Ich finde es super. Echt. Also man hat schön Platz, ist schön hell. Man hat so viel Materialien, wo man selber gar nicht weiß, dass es die überhaupt gibt. Und also es macht riesen Spaß. Wenn man hier reinkommt, dann sieht man das schon. Also dann sieht man gleich, was man haben will und kann sich da austoben einfach so. Ich finde es ganz gut. Doch auch alle, die lieber ein Geschenk kaufen möchten, können in die Ideenwerkstatt kommen. Denn zur Werkstatt gehört auch ein eigener Laden. Von industriell gefertigter Massenware fehlt aber auch hier jede Spur. Zu kaufen gibt es dafür handgefertigte Einzelstücke, die auf Wunsch verändert werden können. In der Ideenwerkstatt Kunterbunt können übrigens auch Künstler einen Raum mieten und eigene Werke ausstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.ideenwerkstatt-k.de. Ja, und ganz leicht können Sie es sich mit den Weihnachtsgeschenken bei uns übrigens machen, wenn Sie bei uns einen unserer tollen Preise aus dem TV Allgäu Adventskalender gewinnen. Wir machen ein neues Türchen auf, gleich. Der richtige Rahmen für jede Gelegenheit. Festlich für Ihre Feier. Individuell für Ihre Meetings. Charmant für Ihren Wochenendurlaub. Herzlich willkommen im Hotel Hirsch, im Herzen Otto Beurens. Bärige Wärme für Ihr Zuhause. Von einem Partner, auf den Sie sich verlassen können. Mehr Qualität und mehr Service. Und immer da, wo Sie uns brauchen. Kessler, Energie für das Allgäu. Mineralöl, Erdgas und Holzpellets. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Rund um die Uhr und auch am Wochenende. Rufen Sie uns an. Länger. Scharf? Schärfer. Burgers Original Feuerwurst. Natürlich vom Grill mit leckerem Tzatziki. Jetzt wieder auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Die Feuerwurst. Das Original. Nur von Burger. Alles andere ist uns wurscht. Effektive Heizen bei reduziertem Heizölverbrauch und weniger Schadstoffausstoß mit unserem Supersparheizöl mit Qualitätszertifikat. Von Kessler, Energie für das Allgäu. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Das Leben ist voller Überraschungen. Gut, wenn da jemand ist, der auf dich aufpasst. Wenn er nicht gerade träumt. Der Schutzschüssel. Erhältlich unter alisha-das-buch.de. Jetzt ganz neu in Kempten. Power. Palestra B, der Fitmacher für Ihren Körper. Ob Muskelaufbau, Rückentraining, Kräftigung des Bindegewebes oder ganz einfach nur Fett weg. Erfolge in kürzester Zeit mit EMS-Training. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Das habe ich uns von Weltbild mitgebracht. Geschenke, die von Herzen kommen. Die Weihnachtsspieluhr von Weltbild spielt Stille Nacht. Stimmungsvoll beleuchtet, liebevoll gearbeitet. Nur 9,99 €, exklusiv in Ihrer Weltbild-Filiale oder bei weltbild.de. Jede Menge Geschenke, so günstig. Nur bei Weltbild. Wenn man die Allgäuer Schneelandschaft so anschaut, dann kann man es nicht mehr verleugnen. Weihnachten steht vor der Tür. In 9 Tagen ist es soweit. Und das heißt, für uns heute geht in unserem Adventskalender das 15. Türchen auf. Und da dürfen Sie sich heute über etwas Kulinarisches freuen.
Hinter unserem Adventskalendertürchen verbirgt sich heute ein Gutschein für 2 Personen zum italienischen Buffet bei der Fischerhütte in Hopfen. 23 warme Gerichte mit Fisch und Fleisch, 20 Antipasti dazu, ein Gartensalatbuffet, Käseauswahl und ein Dessertbuffet mit 10 Desserts. All you can eat, bekannt im ganzen Allgäu. Der Gewinner wird unter allen Anrufern ausgelost, die bis Mitternacht auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Den erreichen Sie unter 0831 20 65 713. Der Gewinner wird morgen Abend hier in der Sendung genannt. Viel Glück! Ja, und Glück hatte bei uns gestern Waltraud Auerbacher aus Kempten. Sie kann sich die frostigen Vorweihnachtstage mit einem 50-Euro-Gutschein von Whiskey & Stone aus Betzigau erwärmen. Und ich möchte jetzt Ihre Herzen erwärmen, und zwar mit einem Heimatgedicht. Liebes Christkind heißt es, Sie hören es von der Autorin Clara Roth-Ärmel selbst. Zuvor verabschiede ich mich aus der Mittwochsendung, nicht natürlich ohne einen Hinweis auf morgen. Da stellen wir Ihnen unter anderem einen ganz neuen und anderen Allgäu-Führer vor. Ein Buch für Touristen und Einheimische, die darin das Allgäu in Sachen Sport, Kultur, Dialekt, Essen und Trinken neu entdecken können. Bis morgen also. Aber jetzt noch, wie versprochen, das liebe Christkind. Liebes Christkindle, ich möchte heute nur ein kleines Briefle schreiben. Es wird doch auf dem Postamt nicht mehr ewig leer geblieben. Für was der Brief da gut sein soll, ich glaube, das weißt du selber. Und wenn ich recht viel Fehler mache, na nichts für ungut, gell? Ich möchte bloß noch zwischen tun, was ich am liebsten möchte. Kann leicht sein, du und deine Leute, die wissen's noch nicht recht. Am Bulldog hätte ich gerne gehabt, den, wo man aufziehen kann. Und, was noch das Allerwichtigste ist, ein Anhänger dran an. Es sollte natürlich schon einer sein, wo etwas Platz hat, oh, und wo man recht fest laden und auch kippen kann und so. So einer, wie leicht das Hansi hat, der gefällt mir gar nicht schlecht. Ein selber, wenn man bringen tätsch, das wär mir halt schon recht. Der Hansi hat ja auch gekriegt, sogar schon voriges Jahr. Und der ist auch gar so brav. Das glaubt man noch, das ist wahr. Weißt, wenn ich jetzt den Bulldog kriegt und so einen Anhängwagen, dann tät ich gleich viel braver sein. Dann tät ich, lass dir sagen, der Mama folge gerade aufs Wort. Ich streite mit dem Kind, das Hauere auf der Straße rum, das hat noch bald ein Ende. Ein Papa bietet Häuschen an, gang auf die Mama aus und das leere Freile in der Schule, das sann ich nie mehr aus. Was ich gerade gesehen habe, will ich tun. Und das versprich ich fest. Ich weiß schon, dass es den Zocken hat. Ich bin gerade der Beste. Jetzt fällt mir noch mal etwas ein. Ich hätte ja noch ein Bit. Gell, Christkindle, du bringst mir schon ein Portionleible mit. So Keksle mit Schokoladglasur und Mucke, Zimmerstere, Lätselte mit einem Zuckerguss, die mag ich auch recht gerne. Ein paar Orangen, wenn du noch hättest, und auch ein Nettle Nüsse. Das weißt schon, Äpfel haben wir selber im unserer Garten draussen. Wenn das alles bringst, was ich dir schreibe, dann will ich gewiss nicht klagen. Im Gegenteil, dann möchte ich dir schon heute vergesst Gott sagen.